Moin Leute, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, die Impfbereitschaft in Deutschland nimmt leider ab. Aber pfiffige Wurstköpfe im Thüringer Sonneberg haben sich überlegt, dass jetzt jeder zu seiner Impfung gratis eine Bratwurst bekommt. Und zack, der unstillbare Wursthunger der Bevölkerung sorgt in der Tat für einen Anstieg an Leuten, die sich gerne mal in den Arm pieksen lassen. Geile Aktion, lässt sich aber bestimmt noch ausbauen. Deswegen jetzt gratis fürs Gesundheitsministerium direkt aus dem Zubi-Think-Tank 10 geniale Maßnahmen für eine höhere Impfbereitschaft. Nummer 1. Statt eines Bill Gates Überwachungschips bekommt man eine Tüte leckerer Kesselchips. Nummer 2. Man lässt die Impfdosen ab jetzt einfach nur noch von Apple verkaufen. Plötzlich übernachten die Leute in Schlangen vor den Impfzentren und sie wollen pro Impfung mindestens 1000 Euro bezahlen. Für die neue Impfung Pro Max zahlen sie sogar drauf. Dabei ist die Nadel besonders dick. Nummer 3. Es fehlt einfach noch das richtige Impfmaskottchen. Professor Z hat da schon mal etwas vorbereitet. Hallo, ich bin es, Impfi, euer guter Kumpel von nebenan. Und ich zeige euch heute mal, was ich mit dem Coronavirus mache. Du Drecksau und brenn in der ewigen Hölle. Nummer 4. Man führt einfach das Panini-Impfsammelheft ein. Für jede Impfung bekommt man ein Paket mit exklusiven Jens Spahn-Sammelstickern. Mist, ich hab schon wieder den Dschungelcamp Jens Spahn. Dabei fehlt mir noch der Jens Spahn in der Badewanne. Nummer 5. Der genialen Maßnahmen für eine höhere Impfbereitschaft. Jeder 100. Geimpfte erbt 1 Million $ von einem im Exil lebenden kenianischen Prinzen. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Abo da und drückt auch die Glocke. Nummer 6. Marketingregel Nummer 1. Sex sells. Deswegen bekommt jeder zur Impfung gratis einen 50% Gutschein für ein Bordell seiner Wahl. Ha! Frei nach dem Motto, nach der Spritze gegen Corona, eine Runde Abspritzen mit Corinna. Cool. Nummer 7. Apropos spritziges Vergnügen. Zu jeder Impfung bekommt man gratis ein Spritzgebäck. Doppel-Uff, ey. Richtig niveauloser Scheiß hier. Nummer 8. Für jede Impfung bekommt man 100 Payback-Punkte. Oh Mann, ich hab nur die Deutschland-Card. Nummer 9. Der genialen Maßnahmen für eine höhere Impfbereitschaft. Man braucht einfach nur eine Gruppe Freiwilliger, die von Haustür zu Haustür ziehen, klingeln und mit dir über die Impfung reden wollen. Das Ganze trägt dann den Namen die Zeugen Coronas. Also ich öffne jedem die Tür, der mit mir nicht über Gott sprechen möchte. Nummer 10. Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf und du steckst niemanden mehr an, der vielleicht daran sterben würde. Ich glaube, viel mehr Anreiz braucht man eigentlich nicht. Also ab zum Impfen. Klingt für mich wie ein Hauptgewinn. Und wenn ihr noch eine gute Idee habt, wie man die Leute an die Nadel bekommt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Musik